Heute probiere ich das Delicious IPA von Stone Brewing. Herzlich willkommen zum Knöllspielkanal. Heute gibt es wieder was von Stone Brewing, nämlich das Delicious IPA. Das ist ein Citrusy IPA und zwar ist es glutenfrei. So schreiben sie. Es hat 7,7 Volumenprozent Alkohol und die Hopfen darin sind Nugget, Calypso, Lemon Drop und Eldorado. Jetzt habe ich mal nachgeguckt, glutenfrei. Zutaten steht Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. Gerstenmalz ist definitiv nicht glutenfrei. Also, wie kann das sein? Genaueres dazu habe ich nicht gefunden, aber sie schreiben, dass es einem speziellen Verfahren gemacht worden ist, was das Gluten hier drin auf 20 ppm, also 20 parts per million reduziert. So, was für ein Verfahren weiß ich nicht, keine Ahnung. Jetzt ist es so, ich habe in der Verwandtschaft, der nahen Verwandtschaft, jemanden mit Zöliakie, also Glutenunverträglichkeit, der das schon seit Kindheitstagen an weiß und deswegen aufgewachsen ist ohne glutenhaltige Produkte. Und der, das weiß ich, kein Bier trinkt, weil es eben glutenhaltig ist. Ich glaube jetzt nicht, dass er anfangen würde, dieses Bier zu holen, weil es glutenfrei ist oder irgendein anderes glutenfreies Bier. Dann gibt es aber auch Leute, die erst im Verlauf ihres Lebens eine Zöliakie oder Spru Glutenunverträglichkeit entwickeln. Und für die ist es vielleicht dann ganz okay zu sagen, okay, ich greife zu einem glutenfreien Bier. Inwiefern 20 ppm noch eventuelle Probleme mit der Glutenunverträglichkeit auslöst, dann weiß ich nicht. Aber wenn es glutenfrei draufschreiben, könnte ich mir vorstellen, dass das auch dann so ist, dass es dann so erlaubt ist, das so zu schreiben. Ich weiß es nicht. Da fehlt mir dann doch das Wissen zu dieser ja, Unverträglichkeit der Gluten. Ja, wie immer die Allüde drauf. Und ansonsten habe ich das geschickt bekommen vom Mike. Vielen lieben Dank. Mike ist Mitglied der Community, die sich aus diesem Kanal gebildet hat. Und wer dazukommen möchte, gerne unten in dem Link zu WhatsApp. Ja. Ab ins Glas. Ich habe, glaube ich, noch kein glutenfreies Bier probiert. Es ist ganz leicht trüb, goldener Ton, feiner weißer Schaum, ja, Zitrone, sofort Zitrone hier, Noten in der Nase. Ein bisschen Orange. Ja, eher so diese süß-zitronigen Noten, das ist nicht so was Herbes, sondern eher was Süßeres, was mir eher zusagt auch. Malzigkeit, wie es bei einer IPA ist, habe ich hier keine. Da es glutenfrei ist, glaube ich, werde ich weder im Geruch noch im Geschmack merken. Apropos Geschmack. Prost! Alkohol, hätte ich gesagt, der 7,7 Volumenprozent Alkohol. Die merkt man kaum. Es hat eine ordentliche Bittere. Da dann eher wieder so eine Grapefruit. Ja, nicht die süßen Zitrusfrüchte, sondern eher so eine Herbe. Im Nachtrunk. Es bleibt so ein bisschen der Geschmack. Und jetzt im Nachgang ist es so ein bisschen süßer im Mund. Beim zweiten Mal ist jetzt dann nicht mehr ganz so bitter. Das war vielleicht beim ersten Mal so, vom ersten Schluck, dass es doch was bitterer ist, aber ist lecker. Schön. Also, dass es glutenfrei sei, merke ich nicht. Das, keine Ahnung, ist auch gut so. Es ist so, dass meine Mutter, die Bäckermeisterin ist,
sehr viel glutenfrei gebacken hat, wegen des Familienmitglieds, das Glutenunverträglichkeit hat. Und da muss man sagen, die hat es so gut gemacht, dass du es eigentlich nicht merktest. Selbst eine Buttercreme-Tochter war nachher glutenfrei und die war nicht zu erkennen, dass es andere ist, als die sie früher gemacht hat. Und gibt nur ganz wenige Sachen, die sie nicht glutenfrei hinbekommen hatte. Also wenn man es geschickt macht, glaube ich, ist das wirklich auch eine Möglichkeit zu backen, zu brauen, was auch immer, dass man es nicht merkt. In dem Fall merkt man es auch nicht. Ja, keine Ahnung. Habt ihr mehr Ahnung von Zöliakie und Spru, dann schreibt was in den Kommentaren, ob 20 ppm tatsächlich keine Symptome, Probleme machen. Das, wie gesagt, weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch nicht danach geguckt, vorher noch. Sorry. Oder gefragt. Schreibt das in die Kommentare gerne, wenn ihr was wisst dazu. Das ist ein schönes IPA, gefällt mir sehr gut. Also Stone machen ja eh immer sehr, sehr nette Biere, muss ich sagen. Und bisher hat mich da noch keins groß enttäuscht. Und das genauso wenig. Doch, delicious it is. Zum ersten Antrunk wirklich so diese bittere, die Mund verteilt, dann in Seiten, wo sie oft ist, halt bleibt. Und dann kommt so eine schöne Süße daher, im oder nach dem Schlucken. Doch, schön, gefällt mir. Schön erfrischend, lecker, gut. Kennt ihr das? Stone Delicious IPA? Dann schreibt gerne was in die Kommentare, lasst mir einen Daumen nach oben da oder ein Abo und dann bis bald. Prost!